vor Zeit, wenn ich richtig sehe von hier. Es macht aber nichts, alle Plätze sind besetzt. Ich würde am Anfang, wie immer bei solchen Veranstaltungen, gerne etwas Organisatorisches sagen und den Rednern, wenn es allgemeinen Kontext hat, doch die Freigabe der Maskenabnahme zu geben. Ich glaube, insbesondere Herr Roth hat am längsten zu sprechen. Ich glaube, das geht, das ist hygienisch im Moment vertretbar. Ansonsten danke ich Ihnen sehr, dass Sie alle unserem Wunsch gefolgt sind, Maske zu tragen. Wir sind ein Krankenhaus und haben damit die Pflicht, auch darauf zu achten, dass das eingehalten wird. Jetzt komme ich aber wirklich zur Begrüßung. Ich bin sehr stolz, dass wir das heute hier erleben. Eine Ehrung. Ich bin seit über 30 Jahren Mediziner. Ich bin noch nie geehrt worden. Es ist noch nie ein Haus geehrt worden, in dem ich gearbeitet habe. Das ist wirklich toll. Insofern ersten großen Dank, dass Sie uns hier irgendwie auserkoren haben von der DSO, das hier heute durchzuführen und stattfinden zu lassen. Frau Vika Caracciola, unsere Trägerin, wird alle ganz namentlich und genau begrüßen. Ja, dann sagen Sie mir so. Das. Dankeschön. Aber nichtsdestotrotz, viele Menschen hier, viele aus der Klinik, eigentlich könnte ich alle namentlich nennen. Ganz besonders ist, glaube ich, auch das allererste Mal, dass wir so einen Besuch aus der Politik hier im Hause haben. Frau Janz. Aus dem Ministerium, sag ich mal. Und für und aus. Frau Mareimers, ich habe es eben gesagt, ich bleibe dabei, das kann ich mir merken, Chefin der DSO ja. In Mitteldeutschland. Ja. Und viele andere. Ich bin Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie uns ausgewählt haben, weil die Wahrnehmung schon so ist, dass wir als B-Phase-Einrichtungen Reha-Kliniken zwar das absolute Rückgrat einer DRG-gesteuerten Gesundheitspolitik sind, die ansonsten nicht funktionieren könnte, im alltäglichen Wahrnehmen von draußen aber eher so eine Randerscheinung darstellen. So erlebe ich das, so erleben das meine Kollegen aus anderen Einrichtungen. Wir haben ja immerhin 12 oder 13 hier in Hessen. Eine ganze Menge, aber das freut uns also auch besonders an dieser Stelle, diese Wahrnehmung, dass auch eine Reha-Klinik, so werden wir ja meistens gesehen, und da kommt gleich Fango Tango hinterher, sowas zustande bringt, wie hier die Kollegschaft es zustande gebracht hat und auch weiter zustande bringen wird, dass man tatsächlich auch an dieser Stelle des Lebens, was für den einen Menschen definitiv zu Ende gegangen ist, noch etwas schöpfen kann, das anderen nützt und sie weiterbringt. Und deswegen möchte ich mich auch jetzt schon bei Frau Becker sehr herzlich bedanken, unsere letzte Rednerin. Sie ist ein Mensch, der genau aus dieser ganzen Kette von anfänglich katastrophalen Ereignissen bis hin zu einem dann doch gesünderen und besseren Leben hervorgegangen ist und uns das berichten wird. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Unsere Mannschaft sitzt gestaffelt überwiegend hinten. Ihnen allen gilt großer Dank. Viele haben ganz besonders mitgewirkt an dem Thema, um das es heute geht, Organtransplantation möglich zu machen. Aber auch alle anderen tragen es irgendwie mit. Es ist nicht jedermanns Sache, sich mit so einem Thema anzufreunden. Wir kommen namentlich noch auf einzelne Kolleginnen und Kollegen im Verlauf. Hier erstmal danke an die gesamte Mannschaft, Schwerpunkt Diagnostik und Intensivstation. Und, das möchte ich auch sagen, danke auch an die Trägerschaft. Sie können solche Sachen nicht machen, wenn Sie nicht eine Trägerschaft haben, die den medizinischen Notwendigkeiten, nicht dem Wunsch eines Chefarztes, sondern den medizinischen Notwendigkeiten folgen. Das macht hier einen großen Aufwand, den wir aber
treiben dürfen, weil wir eine solche Trägerschaft haben. Und insofern auch hier ganz herzlichen Dank. Und mit diesen kleinen einführenden Worten möchte ich gerne an Frau Vika Kantura übergeben. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Bucher, für die kurze Einleitung. Aber als Trägerin der neurologischen Klinik möchte auch ich Sie hier alle recht herzlich im Namen der Geschäftsleitung sowie aber auch im Namen aller Mitarbeiter der neurologischen Klinik begrüßen. Besonders und offiziell begrüßen darf ich jetzt hier nochmal Frau Anne Jans, Staatssekretärin des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration, Privatdozentin Frau Anna Paula Barreiras, geschäftsführende Ärztin der DSO, ich muss leider nur ein bisschen abnehmen, weil die Namen kann ich alle merken, Privatdozent Herr Dr. Christian Roth, Chefarzt der Neurologie des Klinikums Kassel, Herrn Dr. Hartmut Lotz, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin der Arterio Stadtklinik, Herrn Ralf Gutheil, Bürgermeister der Stadtbad Wildungen, Frau Claudia Ravensburg, Mitglied des Hessischen Landtags sowie Frau Monika Becker. Herzlich willkommen allen gemeinsam hier. Ja, die Neurologische Klinik Westend liegt als Fachklinik für Rehabilitation aller neurologischen Schweregrade auf 30 Jahre Erfahrung zurück. Nicht ganz, aber in ein paar Monaten. Besonders in den letzten Jahren hat sich das Haus durch seine Erfahrung und Spezialisierung in der Behandlung schwerer neurologischer Erkrankungen am Markt positioniert. Ein wichtiger Schritt für die Klinik war hierbei die Eröffnung der neuen Intensivstation im Mai 2017. Hier können bis zu 26 Patientinnen und Patienten intensivmedizinisch durch modernste Überwachungs- und beatmungstechnisch versorgt werden. Darüber hinaus gewährleistet die Klinik die Anschlussversorgung durch weitere 72 Betten in der Phase B der neurologischen Frühreha sowie 40 Betten im Bereich der neurologischen Reha der Phase C. Die Klinik verfügt zudem über ein eigenes Labor und umfangreiche Diagnostikmöglichkeiten. Um unserem Anspruch an die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten gerecht zu werden, beschäftigt die Klinik 500 Mitarbeiter aus unterschiedlichen Berufsfeldern. Durch die Verlagerung der Schweregrade und einer immer weiter zunehmenden Multimorbidität ist es uns trotz moderner Medizin nicht immer möglich, allen Patientinnen und Patienten am Leben zu erhalten. Hier können wir jedoch durch die enge Zusammenarbeit mit der DSO anderen Menschen eine Überlebenschance bieten. Dies wäre ohne das herausragende Engagement der Mitarbeiter der Neurologischen Klinik Westend in Zusammenarbeit mit der Asklepios Stadtklinik nicht möglich. Sie alle setzen sich mit persönlichem Engagement dafür ein, den Wunsch von Verstorbenen nachzukommen, anderen Menschen durch eine Organspende zu helfen. Für diesen vorbildlichen Einsatz danke ich Ihnen, allen Beteiligten, und übergebe das Wort wieder an unseren Chefarzt, Herr Dr. Bucher. Mein Name ist Schneider, ich bin die Leitung der Intensivstation und das Jahr 2021 war für die Neurologische Klinik im Westend auf jeden Fall ein, bezüglich was die Organspende betrifft, ein besonderes Jahr, weil wir ja eben eine Reha-Klinik sind und üblicherweise in der Reha-Klinik nicht erwartet wird, dass wir Organspenden realisieren können. Es ist auch deswegen besonders in der Reha-Klinik, weil wir diese Patienten teilweise lange schon gekannt und begleitet haben. Die kommen ja zu uns und haben an sich das Akutereignis schon überstanden, werden hier rehabilitiert, waren teilweise schon auf einem guten Weg
Und plötzlich gab es dann ein weiteres Akutereignis, was unmittelbar zum Sterben geführt hat. Das hat das Team der Intensivstation zum Teil schon ganz schön gebeutelt. Es war nicht so einfach. Ein Patient war ein ganz junger Patient, im Alter der, also teilweise im Alter der Pflegenden, teilweise im Alter der Kinder, zum Beispiel auch von mir. Und dass wir dann aber gemeinsam als Team das geschafft haben, diese Patienten, die wir nichts mehr tun konnten, die verstorben waren, ohne dass wir in irgendeiner Weise das hätten verhindern können. Und trotzdem konnten wir dann umschalten und haben umgeschaltet auf die vielen Menschen, die da draußen sitzen und verzweifelt zum Teil schon seit Jahren auf ein Organ warten. Und dann geht der Fokus eben woanders hin. Und das hat das Team gemeinsam mitgetragen. Und das wiederum ist mein Dank, weil was mich unglaublich berührt hat bei jeder einzelnen Organspende, egal wann es war, und meistens war es am Wochenende, wir haben telefoniert und die Kollegen aus dem Labor, aus dem Röntgen, die Kollegen Internisten, die diese Untersuchungen noch gemacht haben, die notwendig sind, um die Organspende zu realisieren, die sind alle gekommen, ohne Wenn und Aber. Und auch die Pflege hat diesen Zusatz, diese Zusatzbelastung, die Zusatztätigkeiten, die da unternommen werden müssen. Man muss ja viel mehr BGAs zum Beispiel machen, als man beim normalen Patienten, der stabil ist, machen muss. Wir haben das alle ohne Wenn und Aber mitgetragen, nur durch diese gemeinsame Teamarbeit ist es dann überhaupt gelungen, die Patienten so weit zu bringen. Und natürlich ist es auch so, dass wir von der DSO eine große Unterstützung gekriegt haben. Die waren jederzeit da, mit Rat und Tat, wenn es irgendwelche Zweifel gab, wie machen wir das, wie machen wir jenes. Und nicht zu vergessen, das Stadtkrankenhaus, was ja auch nicht immer darauf vorbereitet ist, dass ich gerade mal eben das Westend anrufe und sage, hättet ihr für uns einen OP, damit man hier eine Organentnahme machen kann. So eine Sache gelingt nur im Team und das Team hat sich hier wirklich, ja, als großartig erwiesen. Und dafür danke ich allen, die da teilgenommen haben, nicht zu vergessen auch die Assistenzärzte, die sich die Nächte um die Ohren geschlagen haben, um diese Patienten zu überwachen. Und natürlich auch der Geschäftsführung, die das ermöglicht, die mir hier ziemlich freie Hand lässt auf der Intensivstation, deswegen ich hier auch super gerne bin. Und dann danke ich auch Herrn Roth, der heute da ist, weil bei ihm habe ich in Kassel auf der Intensivstation die Ausbildung zur Intensivmedizin gemacht und dort habe ich eigentlich Organspende, wie man es begleitet und was zu beachten ist, auch gelernt. Ganz herzliche Grüße aus dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration. Mein Name ist Anne Jahn, Staatssekretärin und mit Vertretung für den Minister Kai Klose, der sehr gerne hierher gekommen wäre. Ihn hat dann sozusagen am Ende dann doch der Coronavirus, der Covid-Virus erwischt. Er hat sich viel Mühe gegeben und er war dieser alte Ministerbüro, dass das noch nicht hatte. Er hatte sich viel Mühe gegeben, die Infektion zu verhindern, aber das ist ihm nicht gelungen. Von daher muss ich mit mir vorliegen nehmen. Ich bin aber total gerne gekommen, weil Nordhessen meine Heimat ist. Einige wissen, dass ich sehr lange in der Stadt Kassel, in der schönen Stadt Kassel, auch Gesundheitsdezernentin war, bevor ich ins Sozialministerium gewechselt bin. Und ich weiß, dass Nordhessen viele Kräfte hat, viele Spitzenleistungen hervorbringt und in seiner Gesamtheit wirklich Spitze ist. Da, wo Hessen Spitze ist, ist hier auch. Und Frau Schneider, das, was Sie eben so deutlich gemacht haben, dass aus der Zusammenarbeit so viel Gutes entsteht, auf jeder Ebene und in jeder Ebene, das ist, glaube ich, vor allen Dingen auch hier in dieser Region möglich, weil jeder weiß, dass es hier auf jeden und jede auch ankommt. Von daher schon mal an dieser Stelle ganz herzliche Grüße aus Wiesbaden, aber auch schon mal vielen Dank, Barbara. Ja, liebe Frau Vika-Kacciola, lieber Herr Dr. Bucker, liebe Frau Schneider,
liebe Gäste auch aus der Politik, Bürgermeister ist hier vertreten, ganz logisch, Frau Ravensburg als Landtagsabgeordnete und alle, die heute auch von der DSO hier sind. Sagen, ein schöner Tag zu Ehren. Und es wundert mich, lieber Dr. Pucker, dass Sie sozusagen Ihre erste Ehrung, die Sie hier heute haben, verstehe ich überhaupt nicht. Wir machen das ja ab und zu mal. Ich finde es aber auch sehr schön, dass wir genau diese Ehrung hier heute machen können. Sie wissen, dass es in den Regionen jeweils im Jahr Ehrung gibt für das Thema Organtransplantation. Es musste Corona-bedingt in den letzten 2 Jahren ein Stückchen zurückgefahren werden und auch ist ausgesetzt worden, und deswegen ist es toll, dass wir uns hier heute zusammenfinden können. Traditionell wird ja in der DSO-Region Mitte, das umfasst Rheinland-Pfalz und auch das Saarland, jeweils ein Jahr ein Krankenhaus mit besonderem Engagement ausgezeichnet. Also diese Auszeichnung gibt es. In Hessen war das 2017 zuletzt das Hospital zum Heiligen Geist in Frankfurt. Und wie gesagt, dann gab es die ausgefallenen Ehrungen 2020 und 2021, und deswegen haben wir in diesem Jahr eine Doppelung. Am 28. Juni haben wir in der DSO-Region Mitte zusammen mit meinem rheinland-pfälzischen Amtskollegen Clemens Huch in unserem Nachbarbundesland eine Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz für besonderes Engagement bei der Organspende ausgezeichnet, und heute ist hier bei Bildung dran, sind Sie dran mit Ihrem doppelten Engagement in den beiden Kliniken und diesem sehr schönen Ansatz, auch im Reha-Bereich sich dem Thema Organspende zu widmen und auch da wirklich was hinzukriegen. Ich bin richtig beeindruckt, auch nochmal von Ihrer persönlichen Schilderung. Man hat das gemerkt, Frau Schneider, es geht nur mit diesem persönlichen Engagement. Sowohl Angehörige wie Patienten sozusagen dafür zu gewinnen und das Thema Organspende und damit auch Hoffnung für viele Patientinnen und Patienten hier möglich zu machen. Im Mittelpunkt bei solchen Ehrungen steht natürlich der Erfolg der Institution und der Aufgabe, aber auch die Würdigung der Leistung aller Personen, die zum Gelingen der Organspende beitragen, und sind ja viele, die dazu beitragen müssen, zu jeder Uhrzeit. Das ist ja auch das Besondere, dass es genau nicht im Regelgeschäft erfolgt, sondern oft zu ungünstigen Arbeitszeiten und dann wirklich nur im Team geht und nur im Team geht, wenn man es nicht lange erklären muss, wenn es eine Form von Selbstverständlichkeit hat. Und das ist eine Form des gesellschaftlichen Engagements, jedes und jeder Einzelne, von der Pflegekraft angefangen, manchmal vom Hausmeister oder der Hausmeisterin, die dann auch nochmal ausschließt oder einen Kaffee kocht, über das ärztliche Begleitpersonal, bis hin zur Spitze, die das trägt und von der man auch wissen muss, dass es getragen wird, vielleicht auch, wenn es mal ein Stückchen außerhalb der Vorschriften ist. Bad Wildungen, ein wunderschöner Ort, nicht nur mit viel Landschaft, sondern vor allen Dingen auch mit viel Möglichkeiten der Erholung und auch der Möglichkeiten der Gesundung und des Gesundwerdens. Es ist ja mit den 20 Kliniken, die hier im Umkreis sind, wirklich ein richtig guter und großer Standort und auch schon ein sehr traditioneller Standort. Vor allen Dingen auf dem Gebiet, Sie haben es eben angesprochen, Herr Dr. Bucker, auf dem Gebiet der Reha- und Anschlussheilbehandlung. Ja, uns würde weniger einfallen, dass das Thema DSO hier gut verankert ist, aber das soll ja auch genau die Würdigung jetzt nochmal ein Stückchen in den Blick nehmen, dass es hier Menschen gibt, die in einer Reha-Klinik arbeiten und trotzdem wissen, dass sie Menschen begleiten, die von schwerer Krankheit oder auch Unfällen geplagt sind und wo auch ein frühes Versterben dann möglich ist, bis hin zu den persönlichen, mit der persönlichen Auseinandersetzung, sozusagen, gerade wenn junge Menschen sterben, dann den Schritt zu tun und zu sagen, es gibt die Möglichkeit, auch noch andere Leben zu retten. Und ich habe jetzt eben gesehen, dass wir eine Patientin, immer eine Patientin hier haben. Auch das ist schön, dass sozusagen das Thema hier dann weitergetragen wird. Wir alle wissen ja, nicht nur im Ministerium, sondern bundesweit, dass wir weit entfernt davon sind, das Potenzial an möglichen Spenderinnen und Spendern in irgendeiner Art und Weise ausschöpfen zu können. Noch immer entscheiden sich zu Lebzeiten viel zu wenige Menschen dazu, sich aktiv mit dem Thema einer möglichen Organspende auseinanderzusetzen, noch weniger sich mit dem Thema zu identifizieren. Hat ganz sicher auch
mit der Tabuhaltung in unserer Gesellschaft mit Leiden, Behinderung und Tod zu tun, aber auch mit so einer, manchmal denke ich auch mit so einer Wurschtigkeit, wenn man nicht selber betroffen ist, sich damit nicht auseinanderzusetzen. Und das Thema Organspendemangel ist in Deutschland ja besonders ausgeprägt. Ich finde auch manchmal, es sagt was über unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt aus. Und das macht mir auch Sorge, dass man da eigentlich nicht gut drüber sprechen kann. Es warten hierzulande immer noch 8.700 Menschen auf ein Spenderorgan. In Hessen sind das 560 Patientinnen und Patienten auf der Warteliste. Und die bundesweit zurückgehenden Transplantationszahlen machen eigentlich auch nicht gerade Mut. Blöderweise hat die Überarbeitung des Gesetzes 2020 nicht dazu geführt, dass die Akzeptanz der Organspende in Deutschland in tatsächliche Spenden dann wirklich auch umgemünzt werden konnte. Und deswegen treten wir im Ministerium, ich persönlich auch, sehr deutlich auch für die Widerspruchslösung ein. Wir werden daran auch weiter zäh arbeiten müssen. Ich persönlich glaube, dass sozusagen, wenn der Schritt in also dieser Berg mal erklommen ist, wir auf der anderen Seite stehen, dass sich da auch bei diesem Thema etwas bewegt. Ja, jetzt komme ich nochmal, liebe Anwesende, auf das Thema hier vor Ort. Die Klinik ist ja personell und ja auch in ihrer Ausstattung, Sie hatten es ja eben auch angesprochen, hinsichtlich der Ausstattung und auch dem Aufgabengebiet erstmal nicht auf das Thema Organspende ausgelegt. Und trotzdem ist es so, dass Sie sich dem Wunsch Ihrer Patientinnen und Patienten zur Organspende annehmen und auch mit Beispiel vorangehen. Das ist nicht selbstverständlich, noch ist es einfach und Sie haben, und auch das finde ich toll und bemerkenswert, auch hier vor Ort, auch in der Zusammenarbeit mit einer anderen Klinik und auch das heißt ja in andere Organisationsabläufe einzugreifen, wirklich guten Kontakt vor Ort zu haben, ein gemeinsames Krisenmanagement zu betreiben und auch eine gemeinsame Werthaltung zu haben. Sie haben es geschafft, sozusagen dieses Thema hier vor Ort zu verankern, die Fragen zu besprechen, angefangen von den Wünschen der Patientinnen und Patienten über die Aufklärung der Angehörigen bis hin zu den notwendigen medizinischen Untersuchungen, die ja auch nicht einfach sind und auch über das normale Maß hinausgehen. Ja, dann kommt noch der Punkt dazu, dass man muss einen OP-Saal haben und in diesem Zusammenhang hier vor Ort gefunden haben, damit die eigentliche Operation und Übergabe dann auch stattfinden kann. Und deswegen auch ganz herzlich Dank an die Asklepios-Klinik Stadtklinik Bad Wildungen, die diese Kapazitäten bereitstellt und die Ehrung gilt gewissermaßen dann auch für beide Einheiten und Kliniken. Und es ist ja mit Frau Dr. Schneider eben schon sehr deutlich geworden, dass das auch hier so gesehen wird. Die zeigen, dass nicht die Größe eines Krankenhauses, sondern vielleicht die Größe des Herzens davon sozusagen abhängig, die formale Leistungsfähigkeit entscheidend dafür sind für den Erfolg von Organspenden. Es sind nämlich die Menschen, die sich dem Thema annehmen müssen, die dafür brennen müssen und die darauf hinarbeiten, Schwerstkranken zu helfen und dafür auch, sozusagen, ja, über das normale Maß hinaus persönliche Bedürfnisse auch zurückzustellen. Liebe Frau Schneider, ich würde sagen, blicke jetzt nochmal auf Sie als Transplantationsbeauftragte und langjährige Chefärztin der Intensivstation als treibende Kraft mit Ihrem Engagement. Und das ginge natürlich nicht ohne einen Chefarzt wie Herr Dr. Bucker, jetzt müssen Sie das auch mal so ein bisschen aushalten, das ist ja auch ein Teil der Ehrung, ja, dass man hier auch nochmal genannt wird. Und es ist klar, dass ohne Rückenstärkung durch Chirurgie-Klinikleitung, aber auch Geschäftsführung hier nichts möglich ist und auch dann erst die Zusammenarbeit mit der DSO wirklich gut funktionieren kann. Und Sie haben es ja angesprochen, ohne die jeweiligen Bausteine ging es dann. Und einen Punkt will ich nochmal hervorheben. Das Ganze hat ja ganz viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen und sagen, dass alles gut läuft, dass man hier in guten Händen ist, quasi bis zum Schluss und auch bis, sozusagen, bis zu einem Ende, was sich keiner von den Angehörigen, natürlich auch keiner von den Patientinnen und Patienten, auch keiner von den betreuenden Ärzten und Ärzten oder Pflegepersonal wünscht, aber manchmal kann es sein. Aber ich glaube, dass die persönliche Begleitung, Sie haben es ja eben angesprochen, Frau Dr. Schneider, der Patientinnen und Patienten hier vor Ort auch dazu führt, dass das Vertrauen da ist, dass man dann auch diese letzten Schritte geht und das eingespielte Team
sagen, das dahinter steht und die notwendigen Aufgaben dann auch geschlossen und mit einer einmütigen Werthaltung auch vorantreiben. In Ihrer Klinik, liebe Anwesende, haben die Menschen über ihre alltägliche, anspruchsvolle und fordernde Tätigkeit hinaus mit ihrem Engagement ein Zeichen gesetzt, das auch für manch größeres Klinikum durchaus beispielgebend wäre. Und damit haben Sie zahlreichen schwerstkranken Menschen ein neues Leben geschenkt und deswegen an dieser Stelle stellvertretend für alle ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Diese existenzielle Kooperation mit der Neurologischen Klinik Westend ist auch beispielgebend, auch etwas, was sich andere Kliniken durchaus angucken könnten, weil diese Frage, können wir das eigentlich alleine, ja, oft viel, viel zu kurz springt bei diesem Thema und auch deswegen ist Ihr Engagement im gemeinsamen Spiel. Ich freue mich deswegen ganz außerordentlich, heute diese Ehrung vornehmen zu können. Es ist eine Tafel, aber eine, die Sie immer daran erinnern soll, dass Sie hier etwas Außergewöhnliches leisten, dass Sie etwas zusammen leisten, dass Sie etwas für die Region leisten, dass Sie aber etwas für die Patientinnen und Patienten, die hier sind, aber auch bundesweit beispielgebend auf den Weg gebracht haben. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, jetzt Frau Schneider, Herr Dr. Bucker und Frau Bicca-Cacciola stellvertretend nach vorne zu bringen, zu bitten. Ich habe ein paar Begrüßungsworte sagen. Genau, nachdem schon ein paar Begrüßungsworte gekommen sind, ich komme dann nochmal wieder, damit wir sozusagen dann auch die eigene Ehrung vornehmen können. Bedanken Sie jetzt erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Mikro. Ich freue mich wirklich außerordentlich und Sie werden am Ende meiner wenigen Worte verstehen, warum ich mich auch persönlich so sehr freue, hier zu sein. Und gemeinsam mit der Frau Staatssekretärin Jans, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und ja, so kurzfristig eingesprungen sind, Sie zu ehren. Und zwar zu ehren jeden Einzelnen von Ihnen, fühlen sich alle wirklich angesprochen, aus der Pflege, aus der Ärzteschaft, aus der Klinikführung. Aus der Kantine, weil guter Kaffee, wenn man jemanden auf der Intensivstation liegen hat, wo gerade gesagt wurde, der ist im Hirntod verstorben, das ist heilend, das ist wirklich wichtig. Oder guter Kuchen, also fühlt sich wirklich jeder von Ihnen bitte angesprochen. Wir ehren Sie für Ihr wirklich außerordentliches Engagement und noch mehr. Es ist jedes Jahr so, dass ich in unserem Januar-Jurfix, also mit meinem Team habe ich jeden Monat einen Jurfix. Im Januar so fix haben wir überlegt, Sie haben es eben schon erwähnt, Frau Jans, es ist jetzt ein paar Jahre rausgefallen. In Hessen, Sie haben mich gerade gefragt, Herr Gutheil, vor 7 Jahren war die letzte Ehrung oder vor 6 Jahren. Gibt es ein Krankenhaus, was dieses Jahr, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen gemein an, aber ehrenswert ist? Weil Sie haben es angesprochen, die Organspendezahlen gehen runter, die Politik hat wirklich viel gemacht. An der Finanzierung, an den Umständen in den Krankenhäusern, aber dennoch gehen die Zahlen herunter. Und dieses Jahr war es so, dass ich das in meinem Team fragte, wie sieht es denn aus mit Krankenhausehrungen, wer fällt euch denn ein? Und ich muss sagen, noch nicht mal nach einer Minute kam Bad Wildung. Und es kam nicht von Herrn Carsten Gemlich, der betreuende Koordinator der Klinik ist, sondern von anderen Kollegen. Und ich will Ihnen sagen, warum. Wir sind ungefähr ja, 15 Koordinatoren und die kommen jedes Mal gerne hierher. Warum? Weil sie das leben. Sie leben es, dass sie für die Menschen da sind. Sie sind warmherzig, fühlen sich gut von ihnen aufgenommen. Sie werden nicht als die betrachtet, die jetzt kommen und nur die Organe haben, sondern sie gucken sich den Wunsch des Verstorbenen an. Das ist etwas, was Sie beide eben schon betont haben. Darum geht es. Wir Menschen, wir Ärzte auf der Intensivstation mit Hilfe der Pflegekräfte, weil Sie Pflegekräfte, Sie sind eine der Schlüsselpositionen. Sie merken als erstes oftmals, die Pupillen sind weit. Da ist kein Reflex mehr beim Absaugen. Sie alle zusammen sind die, die die potenziellen Spender identifizieren und dann im Prinzip alles in die Wege leiten müssen. Und das wird hier vorbildlich gemacht. Es wird auch noch so gemacht, dass wir von der DSO wirklich sehr gerne zu Ihnen kommen und dafür möchte ich Ihnen als erstes.
Es ist bemerkenswert, dass eine solche neurologische Klinik wie hier im Westend in Bad Wildungen 4 Organspenden im letzten Jahr realisieren konnte. Das ist in den sogenannten C-Krankenhäusern, das sind Krankenhäuser, die keine Neurologie, keine Neurochirurgie, also keine Maximalversorgung haben, sind das letztendlich, waren diese 4 Entnahmen mit einem anderen Klinikum gemeinsam die meisten. Und jetzt muss ich mir als Uniklinikskind, kann ich es mir nicht verkneifen, sie haben mehr Spenden gemacht als 8 Unikliniken im bundesweit. Und zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, es geht nicht um die Zahl, auch wenn ich Ihnen an dieser Stelle sagen möchte, Sie haben 11 Menschen mit diesen 4 realisierten Organspenden das Leben gerettet. Es sind 11 Organe entnommen worden, transplantiert worden und 11 Menschen in Deutschland leben jetzt weiter, dank Ihnen allen, die hier sitzen und denen, die jetzt auf der Station sind und arbeiten müssen. Also bitte richten Sie unseren Dank aus. 11 Menschen, das ist toll. Es geht aber nicht um die nackte Zahl 4, sondern es geht darum, dass was die Mitarbeiter, was wir auch spüren, wenn wir hier sind, die Organspende ist kein Tabuthema. Die Organspende ist einfach Teil ihrer Arbeit und nicht nur des Auftrages, sondern ihrer Arbeit, dass sie gerne annehmen und was sie leben. Es ist Teil einer Philosophie, einer Kultur, die sie hier in ihrem Krankenhaus einfach leben und spüren lassen. Und das ist toll, weil sie haben beide eben gesagt, die Organspende ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Wir müssen alle miteinander arbeiten, alle zusammenarbeiten, jedes Rädchen muss aneinander greifen und dann funktioniert es, dass wir den Willen der Verstorbenen letztendlich realisieren können. Weil, Sie haben es eben angesprochen, die Widerspruchslösung, ja, da könnte ich jetzt auch 10 Stunden drüber reden. Was war die große Angst bei der Debatte? Die Angst war, die Autonomie zu verlieren. Die große Angst, verkürzt jetzt, war, dass wir vielleicht jemanden Organe entnehmen und transplantieren, der das nicht will. Aber bitte folgen Sie mir beim Gedanken. Ist es nicht genauso schlimm, wenn wir nicht danach fragen und Organe nicht nehmen oder zur Spende freigeben von jemandem, der es gewollt hätte? Warum ist das eine mehr oder das andere weniger wert? Ich möchte das gar nicht beantworten, aber das ist immer ein Blickwinkel. Ich bin selber Portugiese, in Portugal ist diese Diskussion, man könnte jemanden damit schaden, die kann man zum Teil im Ausland wirklich nicht nachvollziehen. Mehr möchte ich aber gar nicht dazu sagen. 11 Menschenleben konnten durch sie alle gerettet werden. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Gerade hier, wo es ja auch gar nicht so einfach ist, es wurde eben schon mehrfach angesprochen, das Stadtkrankenhaus, das Asklepios-Krankenhaus, Stadtkrankenhaus, auch da möchte ich ganz, ganz herzlichen Dank an Dr. Lotz, stellvertretend für die Mitarbeiter, stellvertretend für die Mitarbeiter des Stadtkrankenhauses sagen, ich habe das immer als extrem wirklich unkompliziert, zumindest aus der Ferne empfunden. Ja, die haben schon miteinander telefoniert, die Frau Schneider und der Stadtrat, das klappt alles und das ist wirklich toll. Auch da muss ich sagen, manchmal ist es einfacher als in einer großen Klinik, wo man dann noch gegen den Herzchirurgen und so weiter und so fort. Also wirklich, wirklich großartig, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Und auch ich möchte sagen, Teil davon von der Ehrung gehört auch Ihnen. Ja, ganz einfach. Dr. Bunker hat es eben schon gesagt, in diesem Zeitalter von DRG und Personalmangel ist es noch beeindruckender, weil ich habe es zumindest nie mitbekommen, dass es irgendwie Streitigkeiten darum ging. Das ist bei dir, bei mir. Und das ist vorbildlich. Und wir alle, die hier sitzen, wissen, das ist leider nicht mehr die Normalität. Das sind oft Probleme, die eben in diese Bereiche reingetragen wurden, die eigentlich altruistisch sein sollten und auch altruistisch bleiben müssen. Deswegen auch hier ein ganz, ganz großes Dankeschön. Das mit der Reha-Klinik, ich nenne es immer neurologische Klinik, das ist für mich, das Westend ist halt die neurologische Klinik, Sie werden auch gleich verstehen, warum das für mich auch schon immer so war.
Ja, wir hören von ganz vielen Reha-Kliniken, wenn wir dorthin gehen, einen Transplant-Check machen, das ist eine Analyse der potenziellen Organspender, retrospektiv, die sagen, ja, sie denken nichts, geht ja gar nicht, weil wir sind ja eine Reha-Klinik, wir sind eine neurologische Reha, die haben so Patienten nicht, das hören wir ganz oft. Und jetzt können wir aber sagen, nein, schauen Sie mal, mit der Manpower, mit der Philosophie, das Ziel ist immer, und das möchte ich ausdrücklich sagen, Menschenleben zu retten. Wenn hier jemand reinkommt in dieses Krankenhaus, wollen wir das Menschenleben retten, aber es gelingt halt, wie Sie sagten, nicht immer. Und in dem Moment aber an die Organspende zu denken und an das Recht auf Organspende zu denken, mit all der Mehrarbeit, wenn wir kommen, kommt immer Mehrarbeit. Ja, wir wollen dann noch die Untersuchung und dies und das, die Mehrarbeit in Angriff zu nehmen und das auch noch wirklich mit Herz, das ist wirklich toll und ja, gebührt wirklich großen Dank und großartig. Die Menschen sind es auch und deswegen muss Herr Bucker und Frau Schneider es nochmal ertragen, dass ich sie hier nenne. Es ist wirklich großartig, aber auch ohne eine Klinikleitung, die das mitmacht, würde das nicht gehen. Ich möchte an der Stelle aber auch Herrn Carsten Gemlich nennen. Carsten Gemlich ist Koordinator bei der DSO bei uns und ich glaube, Sie sind ein ganz gutes Team sozusagen. Und ich verrate jetzt was, Herr Gemlich wurde hier geprägt ein bisschen. Denn Herr Gemlich ist vor vielen Jahren aus der Dresdner Gegend nach Nordhessen gekommen und hat hier anderthalb Jahre gearbeitet und hat dann die Liebe quasi zur Medizin und der Pflege letztendlich entdeckt. Es hat mittlerweile studiert und so weiter und so fort. Ich bin ganz glücklich, ihn zu haben. Aber Sie sehen, auch hier haben Sie einen Samen gesetzt, von dem Sie jetzt letztendlich was haben. Das ist wirklich toll. Gut, und zu guter Letzt möchte ich auch noch nicht enden, indem ich Ihnen zu sagen, dass ich mich persönlich irrsinnig freue, weil ich bin Bad Wildungerin. Ich bin im Stadtkrankenhaus geboren. Ich habe es gerade meiner Assistentin den roten Backsteinbau gezeigt, wo ich vor ein paar Jahren, also vor 25 Jahren natürlich, das Leben, das Licht der Welt erblickte. Ich war hier auf dem Gustav-Stesemann-Gymnasium. Ich habe hier die ersten 19 Jahre meines Lebens gelebt und habe hier in der Wicca-Klinik, das ist nämlich das Witzige hier in Westend, damals Wicca-Klinik, auch im Westend, mein Geld verdient als Hauswirtschaftshilfe, um den Führerschein zu bezahlen. Also Sie sehen, es gibt ganz, ganz viele Parallelen und jetzt merken Sie, das Westend Bad Wildungen hat in viele, viele Biografien von hier Anwesenden eingegriffen. Und deswegen freue ich mich natürlich sehr, abgesehen davon, dass ich meine Verwandtschaft besuchen kann und alle Boschen bewegen kann, weil die gibt es in Mainz nicht. Da suche ich immer noch einen guten Dealer, der mich damit versorgen kann, aber wenn ich hier bin, kann ich es da immer sehr schön holen. Gut, ich möchte schließen und Ihnen allen wirklich ganz, ganz, ganz herzlich danken. Im Namen der DSO, Region Mitte, im Namen meiner Mitarbeiter, die sind sehr glücklich, dass wir sie ehren. Im Namen aber auch stellvertretend aller Transplantierten, das darf ich glaube ich sagen, auch wenn der Profi gleich noch kommt mit Frau Becker, aber wenn es Menschen wie Sie nicht gäbe, ja, das eine sind Menschen, die zu Lebzeiten sagen, jawohl, ich will Organspender werden. Das andere sind aber Ärzte, Pflegekräfte, die in dem Moment diesen einen Moment, wo es darum geht, jemand würde im Hirntod versterben, einfach daran denkt, danach zu fragen, wenn es Sie nicht gäbe, könnten wir mit Organtransplantationen keine Leben retten. Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen und auch ich bin ganz glücklich, Ihnen gleich die Urkunde überreichen zu dürfen mit der Frau Staatsministerin. Herzlichen Dank. Achso, ja, den Heiner. Ja, nein, den Heiner. Klose, IV Anne Jan, hessischer Minister für Soziales und Integration und der Deutschen Stiftung Organtransplantation an die Neurologische Klinik Westend Bad Wildungen. Bad Wildungen den 14. September 2022 mit den Unterschriften aus dem Dankeschön verteilen. Auch das Dankeschön nochmal für diese Ehrung an Sie. Und an der Stelle muss ich da einfach nochmal anbringen, auch von mir persönlich. Er unterstreicht vielleicht auch ein bisschen das Engagement von uns als Trägerschaft in diesem Bereich. Ein Dankeschön an Sie der DSO, an das, was Sie leisten, was Sie tun. Denn ich weiß, worüber ich rede, weil auch ein ganz enges Familienmitglied von mir, dem nochmal 10 Jahre und uns als Familie 10 Jahre geschenkt wurden,
In dem Fall war es mein Vater durch eine Organspende. Und von daher weiß ich, wie wichtig das ist und möchte das hier einfach auch nochmal ganz persönlich unterstreichen. Vielen, vielen Dank. Haben dann aber doch Abstand genommen. Und deswegen gibt es für Einzelne natürlich immer stellvertretend für die Bereiche, die sie vertreten, Blumen. Und wir fangen mal an mit Frau Balaios, die das so sagen darf. Herzlichen Dank. Sehr schön. Und hoffen, dass wir Sie noch häufig hier sehen, auch wenn vielleicht nicht immer nur für die Ehrung. Gerne zu Besuch. Als nächstes denke ich an Sie, Frau Jans. Sie haben eine tolle Rede gehalten, es hat mir sehr gefallen, wie spontan Sie auch auf das Vorhergesagte eingegangen sind. Das ist nicht jedes Politikers Fähigkeit. Sie haben sie gehört. Vielen Dank. Jetzt schlage ich einen Bogen im Programm nach hinten und würde auch Frau Becker bitten, ein Sträußchen von uns entgegenzunehmen. Auch und last but not least, was die nicht zur NKW gehörenden Menschen betrifft, würde ich stellvertretend Herrn Dr. Lotz bitten, einen Blumenstrauß mitzunehmen. Gerne. Die Damen unserer Gruppe. Ja. Es ist schön, dass wir diese Kooperation haben. Früher war es noch viel üblicher, viel enger auch, sich zu kennen, die Häuser zu kennen. Ich war noch nie als Patient zum Glück, aber auch nicht als Kollege bei Ihnen im OP. Vielleicht können wir das mal einrichten. Ich glaube, alles geht noch viel leichter, wenn wir uns von Aug zu Aug kennen. Jetzt geht es aber wirklich ins Interne. Und wir fangen mal bei der Reihe da hinten an. Frau Wilhelmi, seien Sie so gut. Frau Wilhelmi ist eine Multikanin. Ist aber auch im Labor ständig verfügbar. Genau. Vielen, vielen Dank für Ihre Samstag. Und genauso Ihre Chefin, die Frau Huber, mit ihrem ganzen Team Diagnostik. Aus der Radiologie ist leider heute niemand dabei. Vielen Dank. Immer macht sie sich ganz klein. Frau Schippmann, pflegerische Leitung der Station. Danke an den Kollegen. Ja, jetzt ist es schwierig. Sie nehmen mir das nicht über, aber ich muss jetzt eine von Ihnen beiden zuerst aussuchen. Frau Rath, kommen Sie bitte. Genauso wie Frau Finger, die noch viel länger dabei ist. Ich glaube, wir haben eine Überlegung. Wo die Pflege weitet, braucht es ab und zu auch einen Arzt, der auch nachts immer um die Ecke da ist. Herr Graf. Wir haben nur zwei. Das ist gut so. Denn der letzte, den ich jetzt brauche, der geht natürlich an Frau Schneider. Im Hause ist das kein Geheimnis. Der Dank gilt natürlich nicht nur für dein unglaubliches Engagement. Gerade was dieses Thema angeht, aber auch alles auf der Intensivstation, sondern für alles, was wir gemeinsam so im Leben erschreiten. Vielen, vielen Dank.